willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr Spieler verstecken könnt. Ja, dazu werden wir uns wieder mal einen Listener brauchen und ich sehe gerade, dass ich was mit Skype falsch gemacht habe, deswegen will ich Skype mich nochmal schnell auf beschäftigt stellen. So. Zuerst möchte ich einmal kurz ankündigen, dass immer noch die Umfrage gilt und da wäre es echt klasse, wenn ihr einfach mal eben kurz in die Kommentare in die Beschreibung schauen würde, da ist nochmal die neue Umfrage, denn die alte Umfrage, die ich bei straw.me gemacht habe, hat leider so ein kleines Problem mit der Authentifizierung und deswegen zeigt die ganze Zeit nichts an. Deswegen habe ich nochmal auf einer anderen Webseite einen Strawpool gemacht und es wäre halt echt nett, wenn ihr einfach an der Umfrage teilnehmen würdet, damit wir ab demnächst noch ein zweites, ja, Themengebiet, zweites Videoserien, ja, eine zweite Videoserie machen können. Und ja, das wäre so jetzt das Wichtige. Ich denke mal, die Umfrage lasse ich bis Freitag bestimmt laufen. Ja, und dann wäre es das jetzt auch erstmal. Jetzt geht's zum Tutorial. Ja, was genau brauchen wir heute? Heute brauchen wir wieder mal ein kleines Gadget. Wir hatten uns ja letztens hier schon in Gadgets, ja, unsere Jump Pads und das Test Gadget gemacht. Hier machen wir uns heute mal das Hide Gadget. So, das Hide Gadget ist dazu da, dass wir Spieler verstecken können. Relativ simpel. So, und ja, das ist jetzt relativ einfach. In jedem Fall machen wir Implements Liste, ne? Das kennen wir schon. Wir nehmen jetzt hier eine Blaze Rod. Machen hier auch noch eine Hashmap rein. Public Static. Ne, Hashmap? Nein, ich bin doof. Hashtag List in Klammern Player gleich New Raylist. So ist es. Warum machen wir jetzt eine Raylist, keine Hashmap? Ganz einfach, weil wir in diesem Fall nur einmal entweder keine Spieler zeigen wollen oder nur alle Spieler zeigen wollen und die nennen wir jetzt einfach Hiders. So, also die dann Hiders steht jetzt einfach mal für die Leute, die es die anderen Leute ja versteckt haben. Das ist eine richtig dumme Bezeichnung, aber für mich reicht es. So, dann machen wir uns wieder einen Event Handler public void on player interact event. Das solltet ihr auch kennen. Entschuldigung. Ja, Interact Event im Sinne von wieder mal interagieren. Wir werden eine Blaze Rod nehmen, wie ihr das vielleicht auf manchen Servern kennt. Blaze Rod entweder ein Spiel verstecken oder nicht ein Spiel verstecken. So, also wenn man Player P gleich E.Player. Da ist es. So, dann fahren wir ab. If in Klammern E.Get Action gleich Action.RightClickBlock RightClick R oder E.Get Action gleich Action.RightClickBlock. So, Action.RightClickBlock. So. Nun fragen wir ab, ob er das Item von einer Blaze Rod im Inventar hält. If p.hasItem, aber kurz, p.getItemInHand, so, getItemInHand.getType gleich material.blazeRod. Wenn das der Fall ist, dann machen wir fragen wir ab if hiders.contains p. Wenn er enthalten ist, machen wir hiders.remove p und machen vor in Klammern player all Doppelpunkt bucket.get online players. Damit kriegen wir einmal alle Spieler, die wir auf dem Server gerade haben. So, dann machen wir p.show player und in diesem Fall all. Damit geben wir jedes Mal ist Player All einer aus dieser Liste und das geht hier die ganze Zeit durch. So, und dann spielen wir noch einen Sound p.play sound p.play sound p.get location sound.level up dann 1f und nochmal 1f. Wohlgemerkt, solltet ihr höhere Version als 1.8 nutzen, ist das Entity.LevelUp, glaube ich. Also da ändert sich ein bisschen was. Oder Player Entity.LevelUp, ich weiß nicht. So, else, das wäre jetzt der andere Fall, machen wir in diesem Fall. Ah, hier können wir noch was Lustiges machen. Wir machen p.play effect, dann all.get location. Das heißt, nur er sieht ja den Effekt in diesem Fall. Und das ist effect.lavapop. So, und das machen wir mal 20. So, das heißt, wir lassen da so ein
Lava-Dinges aufsteigen. Das ist jetzt genau, weil es veraltet ist, machen wir es mit Instant Press Warning und normalerweise macht man P.getWorld. Wir wollen das aber nur mit den Spielern machen, deswegen müssen wir es so machen. Und da das halt veraltet ist, müssen wir einmal das Suppress Warning hier oben mit Decryption ansetzen. So, das Ganze können wir jetzt eigentlich wieder kopieren, weil jetzt ist es nämlich der andere Fall. Wenn er noch nicht da drin ist, machen wir p.hides.app und dann machen wir hier Hide Player draus. Wir spielen den gleichen Ding jetzt und machen das gleiche. So, damit haben wir das hier schon fertig. Jetzt müssen wir noch bedenken, im Join Listener. Und müssen machen for in Klammern player all Doppelpunkt und dann in diesem Fall hide gadget und hiders. Damit kriegen wir aktuell die Leute, die in hiders drin sind. Dann machen wir all.hide player. Genau, und dann p. Warum das Ganze? Wenn die ja drin sind und jetzt jemand neues joint auf den Server, dann soll der ja auch für die hiders, die aktuell alle unsichtbar gemacht haben, auch nicht mehr zu sehen sein. Deswegen machen wir das hier auch noch rein. So, jetzt müssen wir einfach nur in so einem Plugin Utils das Gadget hinzufügen. Das ist ja in diesem Fall dann das, wie ich es genannt, Hide Gadget. So, New Hide Gadget. Na komm. So, das haben wir jetzt auch. So, und dann haben wir das Ganze. Jetzt können wir es einfach exportieren. Machen das Ganze klein, gehen wieder auf unseren Testserver, führen den Testserver aber kurz aus. So, starten uns parallel unser Minecraft. Wir gucken auch nochmal nebenbei, ob da jetzt irgendein Fehler auftaucht. Dann gucken wir es hier mal. Da taucht aber kein Fehler auf, also können wir unbesorgt unser Minecraft starten. Man sieht noch aus unserer letzten Folge unseren Auto-Messenger. So, wir connecten wieder mal auf den Server. So. Jetzt nehmen wir uns einmal eine Blaze Rod in der Hand, /game-mode-1. Jetzt nehme ich eben die Blaze Rod in die Hand für unseren Test. Wo sind die denn? Blaze Rod da. So, Game Mode 0. Jetzt muss ich aber noch einen zweiten Spieler starten. Ich bin auch eine Pfeife hier. So, Konto wechseln. Nehmen wir mal den hier wieder und starten. Trotzdem starten. So. Jetzt gucken wir noch einmal, ob ich da auch alles richtig gemacht habe. Ja, Blaze Rod ist das, perfekt. Wäre fatal gewesen, wäre es jetzt der Blaze Powder oder so gewesen. So, connecten wir auch hier noch einmal. Genius T. Ah, da vorne sind wir, so. Das ist jetzt wunderschön vor den YellowFX 18 hin. Sieht man das? Ja, fliegt weg. Aber ihr seht noch, bei mir fliegt auch nämlich dieser Partikel-Effekt. Also ich kann jetzt wegmachen, aber hier kommt der Punkt. Das können wir auch nochmal eben einbauen. Ihr seht hier, wir machen das für alle Players. Und dann können wir abfragen, if all nicht gleich p. Warum? Weil wenn es halt p ist, wenn all auch p wäre, dann würden wir auch uns selbst vor uns selbst verstecken, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Und deswegen spawnt er auch bei uns gerade dieses eine, ich zeig's nochmal, also wenn wir jetzt den Heiden, ist bei uns auch das Spawn, seht ihr das? Der Lava-Pop, und der soll ja nicht. So, deswegen machen wir einmal einen Reload, da habe ich jetzt nämlich das Update hier gemacht. Wenn wir es jetzt machen, spawnen das nur... Oh, das ist auch ein bisschen doof. Okay, also wir schaffen es... Okay, ihr seht schon. Wer es zu schnell macht, der macht die Fehler. Show Player rein. So, jetzt nochmal exportieren. Jetzt reloaden wir die ganze Kiste. Da ist er. Da verstecken wir ihn wieder. Da sehen wir ihn wieder. Da verstecken wir ihn wieder. Und da sehen wir ihn wieder. Funktioniert einmal frei, wie ihr seht. Unter uns spawnt nicht mehr. Ja, und damit haben wir jetzt unseren Lobby-Hider gemacht. Ihr könnt ihn natürlich auch ausbauen und auf YouTuber anpassen. Einfach mal ein bisschen rumexperimentieren mit dem ganzen Kram. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.